bisschen Glück dabei. Der Ball eben von Domaschowska auf der Linie, aber das gehört logischerweise auch dazu. Klasse Return. Advantage, Grünfeld. Erster von Domaschowska. Deuce. Die uns auch am liebsten auf Sand spielt. Das heißt, es geben ganz viele Spielerinnen an, dass sie lieber auf Sand als auf Hartplatz antreten. Vielleicht auch, weil es die Knochen eher schont, aber ich glaube, bei einigen, da wissen sie noch gar nicht so richtig, auf welchen Belag sie ja nicht wirklich gut zu Hause sind. In jedem Fall nochmal die Möglichkeit für die Deutsche. Das wär's doch jetzt, 5-3. Fault. Ah, haarscharf daneben. Trotz ein guter Return eben von Grünefeld, hat aber nicht gereicht. Sie wehrt sich gegen das drohende Break. Blick auf die Tribüne zu ihrem Coach Janda. Super getroffen diesen Ball. Also vom Papier her müsste das hier drin sein für Grünefeld, aber Domaschowska, die ist nicht zu unterschätzen. Das war ein Sicherheitsaufschlag, der trotzdem ins Aus geht. Den muss sie attackieren. Auf der Vorhandseite bei Domaschowska. Den muss sie eigentlich gar nicht reinprügeln, hätte sie auch einen kurzen spielen können, aber das sagt sich so leicht aus der Reporterperspektive. In jedem Fall war da mehr drin. Da war mehr drin für Grünefeld bei diesem Aufschlagspiel von Domaschowska, die es aber schafft, das Service durchzubringen zum 4-Beide. Einige Fehler von Grünefeld haben Domaschowska diesen Spielgewinn ermöglicht.
10-Mann. Toller Return an die Linie. Ganz gut, sich die Gegnerin ausgucken, schauen, wo die ist, peripher, um entsprechende Winner zu schlagen. Hat sie einmal mehr Domaschowska auf dem falschen Fuß erwischt, da wäre überhaupt nichts drin gewesen, dorthin zu kommen. Was vielleicht noch fehlt in ihrem Spiel, ist so ein bisschen Variation zwischendurch mal gegen Gegnerinnen, die etwas stärker sind, wie beispielsweise Moris Mo bei den US Open. Die man sicherlich nicht von der Grundlinie aus wegnageln kann. Aber auch da hat sie noch Zeit, die 20-Jährige. Wäre natürlich riesig für ihr Selbstbewusstsein, wenn sie hier das Finale erreichen könnte. Gerade mit Blick auf die nächsten Wochen, Filderstadt, da wird sie sicherlich eine Wildcard bekommen. Da ist sie als Nummer 29 der Welt dann nicht automatisch fürs Hauptfeld qualifiziert. Das ist ja eines der stärksten Felder überhaupt immer in Filderstadt. Aber da wird sicherlich das Duo Huber Günther dafür sorgen, dass sie dort dabei ist. Wir werden das von der ersten Minute an verfolgen in Filderstadt. Hier erstmal die 5-4-Führung für begonnen. Zweites Halbfinale in Peking, die China Open. Domaschowska steht bereit, 4-5. Der Druck auf ihren Schultern gegen Grönefeld, die eben beim Aufschlag von Domaschowska alle Chancen hatte, sich diesen zu holen. Diese aber ungenutzt ließ. Da sollte sie insgesamt Vorteile haben von der Grundlinie. Grönefeld. Auch was den Aufschlag anbelangt. Aber insgesamt noch zu viele Fehler. Der war natürlich nicht gut genug. Den kann sie noch perfektionieren. Kommt sicherlich noch alles. Darf man auch nicht zu ungeduldig sein. Bin sehr gespannt auf die Hallensaison von Annalena Grönefeld. Präzise mit der Rückhand die Linie entlang gespielt. Paradeball von Grönefeld. Übrigens nicht verwandt oder verschwägert mit dem Coach. Sven Grönefeld, der ja auf der Tour auch unterwegs ist mit Nathalie Deschi.
Guter Erster von Domaschowska und die Chance für sie zum 5:5. Ladies and gentlemen, once again, please switch off all cellular telephones. Thank you. Mit dem 5:5. Jetzt wichtiges Aufschlagspiel für Grönefeld, die übrigens hier mal kein Doppel gespielt hat. Wenn man sich die Weltrangliste anschaut, das ist ganz interessant, wenn man sich die Geldweltrangliste betrachtet, dann haben Kim Clijsters, Justine Enne Arden, Venus Williams und Serena Williams allesamt überhaupt kein Doppel gespielt. Ob es der junge Mann hier war, dessen Handy eben klingelte, weiß ich nicht. Jedenfalls macht er munter weiter. Soll sich auch nicht stören lassen. Und Grönefeld, die ist aber eine, die sagt, ich brauche das Doppel, um Rhythmus zu kriegen zwischen meinen Einzelmatches. Und natürlich macht sie jetzt auch mit Martina Navratilova doppelt Spaß, steht sie auch in den Schlagzeilen, wurde ja auch live übertragen bei uns bei den US Open. Ich denke, soll sie ruhig weitermachen. Da dürfte sie noch so einiges abräumen. Und sieht da sehr lange Zeit. Der war gut eingewickelt, ganz nach dem Vorbild Steffi Graf, die das ja auch perfekt beherrschte. Schwer hochzukratzen für Domaschowska und wieder Big Point. 5 beide, 30 beide. Der ist im Haus und damit der Spielball für Grönefeld. Guter Erster und sie bleibt in Führung. Ganz wichtig. 45 Minuten sind gespielt und gleich wird es interessant. Auch bei den Olympischen Spielen 2008 gespielt werden wird. 5-6 aus ihrer Sicht. Mal schauen, ob Grönefeld jetzt bei diesem Aufschlagspiel attackiert. Was sollte sie eigentlich tun? Er hat auch schon einige Returns in diesem Spiel ziemlich weit verknallt. Ja, den konnte man angreifen, völlig klar. Thirty love.
Maßstab am Ass vorbei. Und wieder ein Doppelfehler, der sechste. Nicht schlecht, eben umlaufen von Grönefeld, um das Ding mit der Rückhand zu spielen. Und jetzt wird es richtig interessant bei 5, 6, 30 beide. Noch nicht konstant genug, die Deutsche. Es war ein guter Aufschlag eben von Domaschowska. Und dann kann sie den ultimativen Winner nicht bringen. Da war alles offen. Fünf, sechs und ein Stand. Nochmal guter Erster und dann ist der Ball im Aus. Satzball für Annalena Grönefeld, die da von diesen Fehlern ihrer Gegnerin profitiert. Fehler und Grönefeld hat den ersten Satz in der Tasche. Da darf sie tief durch in die Defensive gezwungen. Aber das darf, kann ihr alles egal sein, wenn sie ihren Aufschlag hier noch zweimal durchbringt. 7-5-4-2. Sehr guter Erster. Und noch einer. Kann sie gut gebrauchen in dieser Phase. Da macht sich die lange Konzentrationsphase bezahlt. Da werden sie jetzt die Daumen drücken. In Nordhorn. Zwei Spielbälle zum 5-2. Jetzt nur noch einer.
Der ist einmal mehr im Aus und zwar meterweit. 5-2 Führung, Grönefeld. Das sieht gut aus mit dem zweiten Finale-Spiel. Das muss sie in jedem Fall durchbringen, sonst ist sie draußen hier. Wenn sie es durchbringt, dann hat sie noch Chancen. Dann könnte sie ja noch Grönefeld den Aufschlag abnehmen. Erstmal das Ass. So viele Doppelfehler bislang. Eine Stunde und 14 Minuten gespielt. Tja, ich habe die Doppelfehler gerade erwähnt, hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Sieben Stück bereits. Please, thank you. Oh! 40. Sie hat es gepackt, das war die Pflicht aus der Sicht von Marta Domaszowska. 3-5 und jetzt sicherlich eins der wichtigsten Aufschlagspiele in der Karriere von Annalena Grönefeld. Das könnte hier in Peking so ein richtiger Durchbruch werden, wenn sie jetzt das Endspiel erreicht und das vielleicht sogar morgen gewinnt gegen Maria Kirilenko. Und das wäre logischerweise möglich. Also nochmal zum letzten Mal Daumen drücken und mitzittern. Und einmal mehr ein toller Return. Diesmal den Winkel gerochen, diesen Aufschlag mit Slice nach außen, sofort antizipiert, 15:30. Riskiert Domaszowska und wird düpiert von Grönefeld. Wichtiger Punkt, 30 beide. Alles wieder drin für Domaszowska. Und Grönefeld über den zweiten. Vermeidbarer Fehler, ganz klar. Von Marta Domaszowska. Da kann der Coach nicht zufrieden sein. Zwei Punkte fehlen Grönefeld zum Einzug ins Finale von Peking.
Na, war der drauf oder nicht? Der wird gut gegeben. Und das heißt Matchball für die Deutsche. Voll auf die Linie geschmettert, das Ding. Jetzt gilt's. Oh, beide auf der Linie und dann ist es passiert. Sie hatte es und da darf er sich freuen. Rafael Fontemora hat aus Annalena Grünefeld eine Spielerin gemacht, die siegen kann, die vielleicht sogar hier das Turnier gewinnen kann in Peking, die morgen antreten wird gegen Maria Kirilenko. Glückwunsch an Annalena Grünefeld, da darf sie doch strahlen. Super, zweites Endspiel im Jahr 2005. Der Weg geht nach oben, geht Richtung Top 20. Das wird sie ganz besonders freuen, auch ihre Sponsoren, ganz besonders den Ausrüster. Also, morgen hier bei Eurosport ab 17 Uhr Annalena Grünefeld gegen Maria Kirilenko. Grünefeld, die besser platzierte Spielerin von beiden im Tableau. Deshalb rechne ich mir gute Chancen aus für sie. Nach 1:19 gewinnt Grünefeld gegen Gomaschowska 7:5 und 6:3. Sie war insgesamt die bessere Spielerin und wir freuen uns auf das Endspiel morgen ab 17 Uhr hier bei Eurosport.